Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt ist die Katze aus dem Sack und es ist amtlich. In Bild und Ton die gute Nachricht für alle Foto- und Videoproducer, die mit der Sony Alpha und weiteren Profikameras arbeiten. Sony baut jetzt Drohnen. Seit November 2020, da war es schon in der Ankündigung und damals, da gab es nur so einen ganz kleinen 30-Sekunden-Trailer, der eigentlich wirklich nichts darüber aussagte, welchen Drohnenmarkt da Sony jetzt erklimmen möchte. Gerüchte machten die Runde, dass DJI und andere Hersteller sich jetzt warm anziehen müssen. Während Sony nur sehr wenige Details zur AirPeak enthüllt hat, haben natürlich das Video und die Pressemitteilung meine Hauptfrage beantwortet, die ich zu dem Projekt hatte. Ist es eine Consumer-Drohne oder ein High-End-Tool für Kameramänner? Es besteht kein Zweifel, dass die AirPeak derzeit auf Letzteres abzielt. Und ich kann euch sagen, trotzdem muss sich die Konkurrenz in den nächsten Jahren warm anziehen, denn Sony hat auch angekündigt, Consumer-Drohnen zu bauen. Aber bis es soweit ist, da kann hier wirklich noch viel Zeit ins Land gehen. Als erstes will Sony erstmal in die Profiliga und für ihre eigenen Kameras im High-End-Bereich das passende Flugwerkzeug bauen. Was hier erscheinen wird, das sieht aus wie der Rivale der DJI Inspire 2, die in diesen Aufnahmen mit der Sony A7 S3 natürlich fantastische Bilder liefert. In seiner kurzen Ankündigung, da sagte Sony, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ein neues Geschäft für professionelle Fotografie und Videoproduktionen eröffnen. In Sonys erstem Teaser-Video wird die Drohne mit einem Prototyp eines Sony Vision S Autos auf die Rennstrecke gejagt. Und die einzigen anderen Videodetails, die wir aus dem Video entnehmen können, sind, dass die AirPeak ein Quadcopter-Design und ein beeindruckendes Fahrwerk hat, das sich nach dem Start einfahren kann. Das Video zeigt auch, dass die AirPeak ein sehr teures Teil werden kann. Obwohl Sony noch nichts über Preise und Verfügbarkeit angegeben hat, bin ich der festen Meinung, dass das nicht billig wird. Und die Sony AirPeak, die passt natürlich auch gut zu Sonys Position als High-End-Unterhaltungsmarke für professionelle Filmemacher und aufstrebende Entwickler. Das, was Sony da gezeigt hat, ist natürlich schon sehr professionell gebaut und mit Sicherheit in Zukunft definitiv noch ausbaubar. Und für die semi-professionelle Kundschaft, da wird es noch ein paar Jahre dauern, bis Sony hier anfängt, Produkte zu liefern. Ich denke, mit dieser Veröffentlichung ist jetzt erstmal das Geheimnis um die neue AirPeak gelüftet und DJI und andere große Drohnenhersteller, die werden sich jetzt erstmal entspannt zurücklehnen nach der Aufregung und exakt darüber nachdenken, wie sie es noch besser machen können. Und das ist wiederum sehr gut für uns Kunden. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet und bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Sagt Tschüss, Bye Bye und Winke Winke. Natürlich freue ich mich gern über ein Like oder ein Abo und bis zum nächsten Video.